Hi, du wolltest schon immer mal einen Spagat können, dann bleib dran, denn ich zeig dir jetzt in nur 5 Minuten, wie du dem Spagat schon ein Stückchen näher kommst. Also roll einfach deine Matte aus und los geht's. Wir bewegen uns aus dem Stehen direkt einmal in die Vorbeuge mit geraden Beinen. Hier kannst du die Schulter nochmal zurückkreisen. Und die Beine richtig schön durchstrecken, auch den Rücken durchstrecken und dann mal wieder rund werden. Bisschen locker machen im Rücken, in den Beinen und wieder strecken. Das Ganze wird jetzt ein bisschen dynamischer. Kommst in den geraden Rücken, gerade Beine, Länge auf der Beinrückseite und wieder rund werden. Nochmal strecken und rund werden. Immer im Wechsel. Gerne kannst du das mit tiefen Ein- und Ausatemzügen kombinieren, damit es nicht langweilig wird. Noch zweimal. Gerader Rücken. Und rund. Und dann bleiben wir für die letzten Sekunden hier mit gestreckten Beinen im geraden Rücken und versuchen mal noch ein bisschen tiefer zu kommen. Und jetzt darfst du dich langsam lösen und ein Bein vorstellen, egal welches. Lehn dich vorne über. Und versuch dein Becken in einer geraden Position zu halten. Beide Beckenknochen zeigen nach vorne. Und hier darfst du dich etwas dynamischer auf und ab bewegen. Noch 10 Sekunden. Versuch die Schultern zurückzuschieben, den Rücken lang zu lassen. Und von hier aus bewegen wir uns direkt zur anderen Seite und werden wieder dynamisch. Wenn du möchtest, kannst du gerne deine Zehen nach oben ziehen. Dadurch wird die Dehnung noch ein bisschen intensiver. Und noch 10 Sekunden dynamisches Bewegen. Als nächstes kommen wir in den Vierfüßlerstand. Mit geradem Rücken. Und dann hebst du dein rechtes Bein nach oben an und kreist mit dem Knie, um hier deine Hüfte zu mobilisieren. Auch mal die Richtung wechseln. Und als nächstes setzt du deinen rechten Fuß vorne zwischen beiden Händen ab und gehst etwas tiefer, bis du die Dehnung im linken Hüftbeuger spürst. Von hier aus schiebst du dein Becken zurück. Das Becken bleibt wieder gerade. Beide Beckenknochen zeigen nach vorne. Und du ziehst deine rechten Zehenspitzen zu dir ran und dehnst deine Beinrückseite. Nochmal vor. Und zurück. Und ein letztes Mal vor. Und zurück und dann gehen wir eine Stufe höher. Du bleibst in der Low Lunge, hebst das linke Knie aber ab und streckst das rechte Bein durch. Du darfst den Fuß absetzen oder zu dir ranziehen. Das Ranziehen macht die Übung wieder intensiver. Tief und hoch. Tief und hoch und ein letztes Mal. Tief und hoch. Und dann wechseln wir die Seite zurück in den Vierfüßlerstand und du kreist jetzt dein linkes Knie auch 3-4 Mal. Kleiner Richtungswechsel. Und dann setzt du den linken Fuß vorne zwischen deinen Händen ab. Rutsch mit dem rechten Bein etwas zurück. Schieb dein Becken nach vorne und unten und dann streck das linke Bein durch. Die Beckenknochen zeigen nach vorne und du bewegst dich wieder vor. Du kannst ja auch dein Brustbein schön weit nach vorne oben schieben und wieder zurück. Nochmal vor und zurück. Für die letzten 10 Sekunden bleiben wir hier unten und danach geht es wieder eine Etage höher. Schieb nochmal dein Becken schön weit zurück, lehn dich vor und dann heb, während du nach vorne zurückkommst, dein rechtes Knie von der Matte ab und schieb dich nach oben.
Auch hier kann der linke Fuß absetzen oder du ziehst die Zehenspitzen ran für mehr Intensität. Und dann lässt du dich nach unten durchsinken. Wieder hochschieben und abwärts und ein letztes Mal hoch. Ganz gerade und dann beweg dich nach unten und versuch hier schon mal in den Spagat zu kommen. Und hast du es auch direkt in den Spagat geschafft oder fehlen dir noch ein paar Zentimeter? Dann schreib es uns in die Kommentare und wenn du Lust hast, dich noch ein bisschen beweglicher zu machen, dann schau mal in diese Videos rein. Bis bald!